Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go, der Hase. Schauen wir mal ganz kurz, was uns hier erwartet. Auf geht der Hase. Die Leute fragen mich immer, warum ich beim normalen Laufen immer zurückschaue. Das liegt daran, ich habe vor 2 Jahren einen Boomerang geworfen und der ist immer noch nicht zurückgekommen. Wer da lacht, ist selber schuld. Thomas neben Mehmet. Digga, Monte frisst die Schokobons weg, als wären sie Heroin. Wir sehen hier ein Auto mit Warnblinker direkt vor dem Getränkemarkt. Die Tür ist offen. Vermutlich will er nur mal eben schnell neue Getränke holen. Das sei aber ordnungswidrig und gefährlich, sagt Heuer. Deswegen notiert er das Autokennzeichen. Mit der Handy-App Wegeheld fotografiert er das Fahrzeug und schickt die Anzeige direkt ans Ordnungsamt. Digga, fick dich! Es ist halt immer noch am Laden. Mhm. Ich kapier's nicht. Nach meiner Zeitrechnung ist 1 Minute. Wie lange? Ungefähr so lang wie eine Dreiviertelstunde. Macht Sinn, macht Sinn. Die Uhr oder so noch? Nee. Da ist keine Uhr. Die ist nicht teuer. Die zeige ich nicht. Wollte mal den Beamerfahrer sehen hier, Freunde. Steffen, nein! Oh mein Gott. So hin, stell mich so vorhin hin und sag, komm her. So, also ich mache mich groß, breit und sag, was los, komm her. Mhm. Okay, Monte, wie geht die Story weiter? Du, kann mir jemand sagen, was Mofas sind? Was sind Mofas? Chat, könnt ihr mir ganz kurz sagen, was Mofas sind? Hä? What I soll my making, when my mom call me? Wir müssen was tun und wir müssen sofort was tun. Der eine, der dachte, er hat gewonnen. Wer ist das? Ah, Unger hat den Skype-Call gehackt. Ich bin ein Psychopath. Oh, shit. Aber kriegst du nicht, also, kriegst du keinen Druck? Also bei mir ist es so, bei meiner Familie ist richtig jetzt so langsam, so ich gehe auf die 30 zu, ist richtig Druck. Und du bist ja schon 33 bis 34. Also ich bin gerade im Ramadan, da ist sowieso Enthaltsamkeit und da ist Druck sowieso etwas, was bei mir jetzt... Ich meine zu heiraten. Ah, oh. So, darf ich... Wenn ich früher mit dem Zeug nach Hause gekommen bin, mein Vater die Tür aufgemacht hat. Bitte nicht schlagen. Immer, immer. F in den Chat für unseren gefallenen Bruder. Der Arme. Der Arme, Alter. Falsch. Nix falsch. Wenn falsch, das nicht steht, 100%. Dann ist das richtig. Das finde ich noch schlimmer, als zwar dieselbe Unterhose zu tragen. Gar keine Unterhose zu tragen. Ja, das machen viele Leute. Das stimmt. Aber das überlegt euch mal, ihr habt gar keine Unterhose an, ja. Habt so eine Jeanshose an, ja. Reißverschluss. Aha. Und dann passiert das, was vor alle Männer Angst haben. Zip. Simon spricht die Profi. Die Problem. Simon sagt's. Junge, wenn ich wegen dir sterbe, meine Eltern kriegen kein Kindergeld mehr. Stark, Leute. Jetzt auf jeden Fall das Kindergeld rein in den Hype Train hier. Let's go, reinzappen, was geht. Ist dann die Zeit da, während ich am Sterben bin? Einfach schön. Sorry, und Sie machen hier die Security oder wie? Nee. Weil Sie so hier, so wie so ein Türsteher, ganz schön breit, ne? Also stabil gebaut, alles. War nur meine Mutter. 187, high und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das motherfucking Krokodil, Habibi. Jesus. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Nein. Perfekt. Der Orangensaft, liebe Freunde, ist frisch gepresst. Perfekt, danke dafür, Commander Krieger. Und jetzt verpiss dich. Digga, das ist die Lara-Meme, Alter. Stand denn gegen was? Gegen Merkel. Gegen Merkel! Merkel! Warum? Und gegen den ganzen Pack. Weil hier eine Volksverräterin ist! So ein Ding und nicht anders. Aber alles wegen den Lehrern war das. Köftespieß. Okay, checken wir mal ganz das deutsche Memes. Aha! Aus, meine Freunde. An der Stelle, wie gesagt, jeder Sub ist Gold wert. Das meine ich so. Ich will auch in der Villa wohnen wie Bibi. Bitte unterstützt mich auf Twitch, damit ich mir eine Villa kaufen kann. Das wäre echt nice. Dein Lieblingsmeme? Was ist ein Meme? Ja, und ich habe dir heute Rosen mitgebracht. Wo sind die? Auf dem Hemd. Meinem Hemd. Ja, lustig.
Are you dumb, stupid or dumb? Are you dumb, stupid or dumb? Jetzt aber raus hier an der Stelle. Ich habe noch nie Yarak gegessen, weil ich liebe Döner und Kebab. Mhm, dann wird es aber Zeit, dass du mal Yarak isst. So, aber wir sprechen jetzt über historische Akkuratesse. Wir können auch gleich auf die Türkei kommen, wenn wir zum Beispiel von Toad... Man, I'm back! Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Jalla, mir egal, ich hab's gerade gesagt. Ja, tschüss. Weg mit ihm. 2 Wochen, tschüss. Ab dafür. Tschüss. Digga. Einfach Trimax. Mir ging es eigentlich nur darum, auch heute noch das, was ich angehe, mit absoluter Spitzenleistung zu machen. Ob das heute Bücher sind. Ja. Oh, Baby! Yeah! Perfekt, Jens, danke dafür. Ja, Weed ist nochmal eine andere. Also, das Ding ist halt, so eine Hotbox in einem Zelt oder so ist halt ganz nice. Marihuana. Da sehe ich ja Kevin, da sehe ich Kevin extrem. Da sehe ich wirklich, also da sehe ich Kevin, ja. GVMP-Moment, Digga. F in den Chat. Sieben high und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das motherfucking Krokodil, Habibi. Oh nein, der arme Jesus ist gefangen im Portal Frame. Oh. Oh. Bro, trifft er das noch oder nicht? Er macht safe kaputt, oder? Irgendwas geht gleich kaputt. Digga, was soll das? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Wow! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Dieser Sprung ist so damn unnötig gewesen. Ich hab's aus dem Buch, wenn ihr auf Hausaufgaben geht. Sohn kommt gleich. Maske, er hat so eine Pferdemaske an, Digga. Echt, da unten ist er gewesen gerade. Nico, er hängt dich. Persönlicher Montana Black Moment. Wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen mit einem höheren IQ deutlich fauler sind. Hat vier, da gehört hier. Der ist extrem klug. Ja, ich bin schlau. Can you hear me now? Mach dein Ohr zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Dumme. Okay. Der gottverdammte Louis-Dorfer! Einfach Klaus und ich dachte mir nur krach, krach. Der Louis-Dorfer war zu, er war zu wigger. Alter, ich hab genießt. Das hab ich noch nie gehört. Ich hab noch nie genießt, glaube ich. Stimmt tatsächlich. Trimax hat noch nie in seinem Leben genießt, wenn man Hypebeast auf mich bestellt. Leute, mein Freund ist Profi-Skater und noch, er ist einfach Hypebeast. Er hat einfach dieses Off-White-Shirt, das kostet ja 1000 Euro oder so. Und einfach noch eine Yeezys, Alter. Er ist voll der Hypebeast. Würde ich gerne kennenlernen, die Jungs. Absolut. Absolut. Genießt. Genossen. Fresse halt. Mein Vater, nachdem ich Lotto gewonnen habe. Ich war nie weg! Ich war nie weg! Ich war nie weg! Ich war nie weg! Das auf jeden Fall. Das habe ich zum Beispiel gehört von Lil Uzifer. Lil Uzifer? Lil Uzifer? Ja, Lil Uzifer. Der ist Lil Uzifer. Lil Uzi. Lil Uzi. Ja, der ist aber Lil Uzifer. Heißt der Lil Uzifer? Ja. Laber keinen. Ja. Lil Uzivert. Nennst du Lil Uzifer? Lil Uzivert, Lil Uzifer. Man kennt ihn, Lil Uzifer. Ich bin's, Lil Uzifer vom Würfelpark. Auf Deutsch? Auf Deutsch? Oh nein, Bro, der heißt... Schon mal betrogen? Nein. Sie nicht. Ah ja, perfekt. Perfekt, Digga. Deutsche Memes, die Basic Needs gemacht haben. Let's go. Fucking Philipp Amthor handelt mich in meinen Träumen, Digga. Ich will, dass Philipp Amthor spankt mein Ass. Geile Hure. Da knistert's. Das ist richtig, Justin. Das knistert. Und allein schon, dass du das Milch, die
wirklich eine absolute Frechheit. Warte. Du verlierst völlig den Fokus. Mach mal ein Herz ans Mikro. Wenn du mal die Basics hinkriegst, ich weiß nicht, ob dir irgendwelche anderen Typen da unten den Kopf scheißen. Das eine Mal ein bisschen mit dem Inscope hart im Start, das andere Mal ein bisschen mit dem Nexter hart im Start, das eine Mal ist der hart. Mach ja schon mal die Basics, reiß die mal zusammen, reiß die mal am Riemen. Keiner versteht, was Karl S. sagen wollte. Aber alle haben es gefühlt. Glauben mir keine Scheiße. Was, what I soll my making, wenn my mom... Haben wir schon gesehen. Der Allerechte, Digga, ihr... Oh, Junge, ich kenn das, Digga. Stabil, der Ehrenbruder braucht Wasser. Es ist so. Hey Leute, was geht ab? Wir spielen Brawl Stars. Guck mal hier, ganz viel Energy. Hab ich gekauft. Es ist zu cool. Guck mal, Box Opening auch noch. Das Brawl Stars, oh mein Gott. Was spielen die, Brawl Stars oder Brawl Stars, Digga? Ich hab's nicht ganz verstanden, aber wenn es heute ehrenlos ist, nehme ich an, dass die zwei Brawl Stars spielen zusammen, oder? Jungs, viel Spaß mit dem ganzen Energy und Brawl Stars. Cool, stimmt's? Erstmal eine Tschüss. Megabox. Elternbrief, der Unterricht fällt aus, da beim Lehrer echt sie wurde das Mädchen, was über deine Eins hat. Perfekt, du bist raus. Die 17-jährige Martha Walczak. Die Ghetto-Queen hat keinen Schulabschluss, dafür aber ein Selbstbewusstsein wie ein Supermodel. Wenn du mich siehst, sag Maschallah. Einfach der Dicke. Perfekt, Bro, werde ich machen. Ich dachte, das wäre ich, Alter. Wenn man mir alles... Ist einfach mein Vater. Darauf ist meine fette Jause, Alter. Stellt euch mal vor, Alter, wirklich, das ist einfach unsere muttergefickte Kultur. Digga, andere Länder, wisst ihr? Andere Länder haben dope Gitarren, geile Drums und sowas. Wir haben coole Klamotten, haben geiles Essen, Köfte, Döner, alles. Digga, und wir haben das. Sag mal, ich will... Ist doch schön, dass er den goldenen Fisch bekommen hat. Okay, wir haben gerade über mythische Fisch geredet, der angelt einfach mythische Fisch. Perfekt, Jungs, ich gönn's euch. Los, wenn ihr doch kein Like gibt. RIP. RIP, mein Bruder. Ist wirklich so. Mein Hund, ganz genau das. Albanische Jojo. Ich weiß nicht, was in Simons Kopf abgeht, Alter. Bruder, danke für 1000 Bits. Flavio Stonex, Kuss auf den Auge. Super Laden, hey, danke. Tassi, hier ist meine Sim und hier meine Wortwin zu probieren. Ungern, nein, danke. Schmeckt gut. Piep! Oh! Ah! Uwe! Ah, so toll!